Hoffe, Herrn Patres, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Noch vor wenigen Tagen habe ich, vermute zu Recht, mich sehr aufgeregt darüber, dass, wenn es heute in den Bistümern zu sparen gilt, an der Musik gespart wird, wie in Berlin jüngst passiert, wird ein großer Kirchenchor nicht mehr bezuschusst, man aber die Quasselbuden, die Rana-Akademien weiter bestehen lässt. Nun bin ich heute Abend selbst in der höchst unangenehmen Lage, Ihnen anstelle eines herrlichen, Sie sicherlich mitreißenden Musikvortrags trockene Rana-Kost anbieten zu müssen. Freilich in einem anderen Sinne, als sie bei den Akademien vermutlich serviert wird. Der Grund ist ein ganz einfacher, Sie werden es schon gehört haben, Professor Massengeil ist seit einigen Tagen schon von einer Virusinfektion befallen, die nicht in irgendeiner Weise wohl lebensbedrohend ist, die aber sehr unangenehm sich für ihn darstellt. Und er hatte bis zuletzt eigentlich versucht, heute Abend noch zu kommen, aber das war einfach nicht möglich. Er hat mir ausdrücklich Grüße ausrichten lassen an Sie alle und von seiner Seite aus geradezu darum gebeten, zu anderer Zeit diesen Vortrag dann nachholen zu können. Es war ja seine eigene Idee gewesen, bei uns nochmal zu sprechen, also damit da keine falschen Vorstellungen aufkommen. Es hängt nicht irgendwie mit unserer Gemeinschaft zusammen, dass da jetzt Berührungsängste auf einmal aufgekommen waren. Hier liegt ein wirklicher Hinderungsgrund vor. Und so müssen Sie nun leider also mit mir heute Abend vorlieb nehmen. Sie werden mir nachsehen, dass ich in derartig kurzer Zeit keinen neuen Vortrag vorbereiten konnte. Ich muss auf etwas zurückgreifen, was ich schon publiziert habe, habe das so gut es eben ging noch für die mündliche Darbietung aufbereitet. Immerhin ist es ganz schön, auf diese Weise bekommen wir das dann auch für diejenigen, die lieber hören als lesen, präsentiert. Liebenswürdigerweise ist unser Freund Christoph Rothkranz heute Abend wieder zu uns gekommen, nimmt das auf. Bitte beachten Sie, dass Sie künftig alles, was hier aufgenommen wird, aber auch die Dinge, die bisher schon auf Tonträger greifbar sind, sowohl auf CD als auch auf Kassette kaufen können. Also neuerdings eben auch auf CD. Das ist für manche vielleicht praktischer. Und machen Sie bitte reichlich Gebrauch davon, auch sich einzutragen in die Liste, damit es sich lohnt, wenn der Herr Rothkranz immer von weit her kommt, um uns das hier zu ermöglichen. Das, was ich Ihnen vortragen will, ist ein Beitrag, natürlich verkürzte Fassung heute Abend, ich will sehen, dass ich nicht viel mehr als eine Stunde brauche, ein Beitrag zu einer Ausgabe von Rana-Beiträgen, die man wirklich als alternativ bezeichnen kann. David Berger hat diesen Band ediert unter dem Titel Karl Rana, kritische Annäherungen. Sollte also ein Versuch sein, zum Rana-Jahr 2004 eben aus glaubenstreuer Sicht Stellung zu nehmen. Heute gilt ja ein Motto überall in der Kirche, das Kurienkardinal Walter Kasper im letzten Jahr folgendermaßen formuliert hat: Kein Zurück hinter Rana. Und diejenigen, die das versuchen, oder besser gesagt, die sich darum bemühen, aufzuzeigen, welche Irrwege bei Rana eingeschlagen worden sind, bekommen entsprechend den Tadel der etablierten Theologen zu spüren. So wurde mir jüngst zugespielt eine Rezension unseres gemeinsamen Aufsatzbandes hier aus der Feder von Herbert Vorgrimmler, Münster, der vor allen Dingen gekennzeichnet durch eine Eigenschaft, eine geradezu ausufernde Polemik. Mein Beitrag wird dort mit folgendem Kommentar versehen, das wird jetzt publiziert auch. Persönliche Angriffe auf Rana, die Verunglimpfung des Andenkens an einen Verstorbenen, Verleumdung und Rufmord fehlen bei dem gelehrten Altsprachler nicht immerhin. Ich weiß nicht, ob er das ironisch meint oder wie auch immer. Mit dem Wort Schmutzfinkerei sind solche Äußerungen des sektiererischen Autors und seiner Gewährsleute noch zu nachsichtig bezeichnet. Sie werden heute Abend also Schmutzfinkerei hören, und das von einem sektiererischen Autor. Ich befinde mich aber offenbar in ganz guter Gesellschaft, denn hier sind erlesene Autoren drin, die weit bessere Namen tragen als den meinen. Ein Mann wie Kardinal Schäfzig ist hier vertreten, der große Philosoph Bernhard Lakebrink ist hier vertreten, Frau Professor Stockhausen, Georg May und wie sie alle heißen. Und in einem Schlussgedanken lesen wir dann bei Herrn Vorgrimmler eine kurze Schlussbemerkung zu dieser Pamphletsammlung, die den Anschaffungspreis von rund 20 Euro nicht wert ist.
über den Schmutz und Unrat, der von diesen sektiererischen Christen, jetzt sind es also alle sektiererischen Christen, nicht nur der Bart, ja, das freut mich immerhin, dass ich da in guter Gesellschaft mich bewege, unter Anführung David Bergers auf Rana aufgehäuft wird über die Unterstellungen, grotesken Fehldeutungen, gezielten Missverständnisse, braucht kein Wort, verloren zu werden. Und so geht dieses ganze Pamphlet weiter. Sie können sich das also gerne mal anschauen. Ich lasse den Sammelband rumgehen und lege das also ein. Das ist publiziert mittlerweile, so ich gehört habe. Es wären zunächst einmal ein paar Überlegungen notwendig, wenn ich mich dem Thema widmen will, Karl Rahner, das Zweite Vatikanische Konzil und Papst Johannes Paul II., wie Rahners Stellung auf dem Zweiten Vatikanum war. Bekanntlich geriet der Theologe mit der Aufsicht durch das kirchliche Lehramt in den 50er und beginnenden 60er Jahren mehrfach in Konflikt. Man versuchte teilweise, ihn zu rechtfertigen von Rahner treuer Seite, mit dem Hinweis, seine Werke hätten doch nun alle den Imprimatur erhalten. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Zum Beispiel musste seine Arbeit über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ungedruckt bleiben. Seine Gedanken zur Ausweitung der Konzelebration, die ja de facto eine Reduzierung der Messen bewirkt, stießen auf heftigen Widerstand Papst Pius XII. Was der Gelehrte zur Jungfräulichkeit der Gottesmutter zu sagen hatte, erschien anstößig. Nur eine persönliche Fürsprache Kardinal Döpfners bewahrte ihn 1961 bei Papst Johannes dem 23. vor einem Lehrverfahren. Im Jahre 62 wurde er unter Vorzensur gestellt. Sie wurde übrigens formal nie aufgehoben, aber trat später dann de facto außer Kraft. Die Kardinäle Frings und König setzten sich für ihn ein. Letzterer machte ihn zu seinem persönlichen Peritus auf dem Konzil. Dort wirkte er über die Bischöfe, die er beriet, neben Kardinal König sehr häufig auch Kardinal Döpfner, durch seine Arbeiten in einzelnen Kommissionen und vor allem durch seine vielen Vorträge und Stellungnahmen in Rom, die dann oft vervielfältigt und rasch unter das Volk gebracht wurden, sodass sie auch viele Bischöfe beeinflussen konnten. Und dann war ihm vor allen Dingen eine Eigenschaft charakteristisch. Er wusste außerordentlich geschickt durch seine Gespräche mit Journalisten und Interviews Einfluss auf die Medien auszuüben. Welche Absichten Rahner mit seiner Teilnahme am Konzil verfolgte, das hat uns jüngst Hans Küng berichtet. Ich darf zitieren. Am 17. Juli erhielt ich, so Küng, einen Brief von Karl Rahner. Ihn habe Kardinal König eingeladen, mit ihm zum Konzil zu gehen, und Kardinal Döpfner erreichte beim Papst persönlich die Ernennung Rahners zum offiziellen Konzilsperitus, allerdings nicht für die theologische Kommission. Da herrschte das Sanctum Officium, sondern für die Kommission der Sakramentenverwaltung. Rahner an mich, Zitat, hoffentlich bleibt der Bischof von Rottenburg bei seiner Einladung, also an Küng. Da Ratzinger Semmelroth auch zu kommen scheinen, könnte man mit Kongar, Schillebecks und so weiter, das sind also berühmt-brüchige Namen, einen ganz netten Club aufziehen. Zitat Ende. Während des Konzils in Rom spreche ich, so Küng, mit niemandem mehr als mit Karl Rahner. Rahner meint, Zitat, Sie sprechen gut Latein und sind frech genug. Kommen Sie doch einfach mit in die theologische Kommission. Das war also offenbar ein wichtiges Kriterium, um dort das Konzil mit zu beeinflussen. Man musste frech genug sein. Schließlich darf man einen ganz wichtigen Aspekt nicht übersehen, den Kardinal Lehmann hervorgehoben hat, schon zu Zeiten, als er noch nicht Kardinal war. Er sagte, der Einfluss Rahners beruhte nicht nur in der Art der Mitwirkung während des Konzils, sondern auch schon in der weltweiten vorkonziliaren Rezeption seiner theologischen Gedanken, die mit dem Geist dieser Kirchenversammlung vorbereiteten. Durch diese Autorität gelang ihm mit Kongar, Schillebecks, Ratzinger, Küng, da kommen diese Namen wieder, und mancher anderer, ein Durchbruch durch die fix und fertig präparierten Schemata in ein freieres theologisches Gelände. Es gibt übrigens zu diesen Gestalten, die eben hier genannt wurden, aus traditionell katholischer Sicht eine ganz gute Arbeit, kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie heißt Die Neue Theologie, ist von Francesco Spadafora eingeleitet und zum Teil auch von ihm selbst verfasst. Sehr wertvoll sind vor allem die beiden Anhänge hinten,
wo einerseits der berühmte Aufsatz von Pater Garrigou Lagrange mit dem Titel Wohin führt die neue Theologie abgedruckt ist, in deutscher Übersetzung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Aufsatz. Und dann ein enthüllender Beitrag von einem Mann, der mittlerweile Auxiliarbischof ist in Chur, Peter Henrici, mit dem Titel Das Heranreifen des Konzils, erlebte Vorkonzilstheologie. Wir können das auch mal durchgehen lassen, kann ich nur empfehlen. Das Werk ist ein bisschen polemisch verfasst. Auch bei unseren italienischen Freunden von Sissi Nonno schätze ich manchmal diese überbordende Polemik nicht so sehr, die hier und da dann manchmal auch vielleicht doch die noch besseren Argumente, die man bringen könnte, da verdrängt. Also insofern bitte ich das ein bisschen kritisch zu lesen, aber insgesamt ist das sehr wertvoll. Es soll damit natürlich keineswegs behauptet werden, dass die Mehrzahl der Konzilsväter dieses Denken Ranas gekannt hat. Das war ja gerade die Gefahr gewesen. Es ist ein wirkliches Konzil der Theologen geworden, so haben also kluge Leute mit Recht gesagt. Pater Henrici hat das wörtlich also so formuliert, bevor er Weihbischof wurde. Ist auch ein Jesuit. Und es war eben so, dass er darauf hinweist, in den Priesterseminaren damals sind die klassischen, neuscholastisch geprägten Arbeiten schon noch nur mehr oder minder oberflächlich gelesen worden, kamen zum Teil in den Vorlesungen noch vor, aber die Leute haben ganz anderes gelesen. Man hat de Lubac gelesen, man hat Hans-Urs von Balthasar, Rana und solche Leute gelesen. Und ohne eine wirkliche ordentliche, systematische, scholastische Ausbildung genossen zu haben, hat man dieses Gift hier in die geistigen Adern gespritzt. Das war aber im Großteil der Konzilsväter, der Bischöfe, überhaupt nicht richtig bekannt. Deswegen haben die viele Ansätze im Konzil, die aus der neuen Theologie kamen, mit ihrer Mehrdeutigkeit der Formulierung gar nicht recht erkennen können. Wir werden ja in diesem Jahr die Sommerakademie, wie Sie schon gehört haben, dem Thema Zweites Vatikanum widmen. Und da wird sicherlich auch zur Sprache kommen, die Frage dieser vorbereiteten Schemata. Das sind zum Teil ganz außerordentlich tiefe Dokumente. Ich habe mir einige mal selbst angeschaut, das zum Beispiel zur religiösen Toleranz von Kainer Ottaviani ist meisterhaft geschrieben. Das zur Kirche ist vorzüglich. Das ist alles vom Tisch gewischt worden durch verschiedene, ja, man muss wirklich sagen, Verfahrenstricks. Eine ganz üble Rolle haben die Kainer Lienach und Frings aus Köln gespielt. Dabei, das sind Interventionen gewesen vom 13. Oktober 62 und 8. November 63, wo dann die vorbereitenden Schemata mit einmal überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das wurde alles neu geordnet, es war längst präpariert. Sie kennen das vielleicht aus diesem Standardwerk von Ralf Wilken, der reinfließt in den Tiber. Also ein gutes, wichtiges Werk, obwohl auch da einiges wissenschaftlich besser belegt sein könnte, damit man nicht den Gegnern dort ins offene Messer läuft. Das ist ein bisschen das Problem innerhalb bei der Tradition immer, dass es gut ist, wenn man sich bei solchen Arbeiten wirklich als Professional auszuweisen vermag. Das ist vielleicht der Vorteil von meinem eigenen wissenschaftlichen Hintergrund, den ich da habe. Nicht, dass ich da klüger sagte, aber man hat das einfach professionell gelernt, wie man mit umgeht. Das ist von daher unangreifbar. Ich meine, natürlich kann man solche Polemiken schreiben dort, aber es ist ja nicht ein einziger Satz wirklich widerlegt aus dem, was ich geschrieben habe. Es ist interessant, wie Kainal Frings später darauf reagiert hat. Konrad Repken, der mit Frings sehr gut bekannt war, der große Bonner Historiker, hat darauf hingewiesen, er hat herausgegeben, ein kirchlicher Lebensweg, Kainer Frings, in einem Sammelband, und dort sagt er, in einem privaten Gespräch, relativ kurz vor seinem Lebensende, habe ihm Kainer Frings gesagt, Zitat, er sei sich gar nicht so sicher, ob er mit den beiden erwähnten Interventionen beim Konzil, die also alles umdrehten, das Richtige getan habe, und wie das später drüben und hier einmal beurteilt würde. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Äußerungen, auch von Kainer Döpfner und vielen, die, als sie dann merkten, wo das hinführte, doch Sorge hatten. Aber ein wirklicher Widerstand ist weltweit nur von einem Bischof dann geleistet worden. Und den kennen wir alle. Kein geringer als Walter Brandmüller, außerhalb jedes Verdachts, den katholischen Traditionalisten zugezählt zu werden und peinlich darauf bedacht, sich von ihnen zu unterscheiden, hat 1900
und 91 wörtlich gesagt, vermutlich war die theologische Qualität der vorbereiteten Schemata sogar besser als die des nachfolgenden Konzils. Ich glaube, klarer kann man das überhaupt nicht mehr ausdrücken. Und das, was eben dann herausgekommen ist, ist sehr stark unter anderem von Rahner mit beeinflusst worden. Wir werden das gleich noch sehen. Wir können nicht en Detail jetzt weiter auf die Frage eingehen, wie dieser Einfluss sich ausgewirkt hat. Eins scheint mir nur methodisch wichtig zu sein. Das sage ich auch ein bisschen in aller Freundschaft gegen die Position David Bergers. David Berger ist jemand, der ganz großes Verdienst sich um die Tradition erworben hat durch seine Hochschätzung des heiligen Thomas und der Art, wie er sein Denken heute publik macht. Meines Erachtens sieht er immer noch das Zweite Vatikanum zu positiv. Er argumentiert zum Beispiel immer damit, dass man keinen direkten Einfluss Rahners nachweisen könne und manche andere Theologen. Das ist sicherlich richtig. Sie können eigentlich bei keinem Satz oder nur bei ganz wenigen wirklich sagen, das ist direkt von dem und dem Theologen beeinflusst. Also das stimmt. Das haben verschiedene Gelehrte auch mittlerweile, die versucht haben, so etwas nachzuweisen, zugeben müssen. Wassilowski, die Frau Teufenbach, die durch die Tagespost vielleicht bekannt ist. Und doch kann man bei verschiedenen Aussagen des Zweiten Vatikanums, vor allen Dingen bei windigen, unklaren Formulierungen sehen, welche Gedanken da letztlich dahinter gestanden haben. Also gerade die Arbeit von Wassilowski hat immerhin zu dem Schema über die Kirche auch noch ein ganz konkretes Beispiel hier aufgezeigt, wo Rahner zusammen mit Semmelroth, der ist auch schon mal genannt worden, hier eine Intervention geschrieben haben, die sich dann auch durchgesetzt hat. Übrigens nur nebenbei, weil wir ja auch junge Fachkolleginnen, Fachkollegen unter uns hier haben, da geht dauernd anscheinend das Licht hier aus. Also vielleicht hängt das mit der geringen Erleuchtung des Lateins von Karl Rahner zusammen. Ich war, muss ich sagen, schockiert. Ich hatte noch nie von Karl Rahner lateinische Abhandlungen gelesen. Ich habe einige Dinge hier zur Kenntnis genommen. Das strotzt zum Teil vor Fehlern. Also selbst diejenigen, die nur mit dem Schullatein noch ausgerüstet sind, anstelle von Prästitit, perfekt von Prästare, bildet der Prästavit, nicht wahr? Anstelle von substantivem Aliquid haben wir da Aliquot, nicht wahr? Wo ein Futur Agentur stehen müsste, wenn man das lateinische Handlung auf die Zukunft ausrichten, muss das Futur stehen, schreibt der Aguntur und so weiter. Ich will nicht behaupten, dass das charakteristisch für alle seine Schriften, aber diese Intervention jedenfalls und der Brief, den ein Bischof geschrieben hat, die sind in katastrophalem Latein verfasst. Das wäre mal eine Abhandlung wert, denke ich, mal das Latein von Herrn Rahner da zu zerzausen. Das würde mir, glaube ich, nicht schwerfallen, das mal anzugehen, nur eine Frage der Zeit. Das aber nur als kleine Bemerkung nebenbei. Ganz klar ist, dass Rahner ein ausgemachter und überzeugter Gegner der sogenannten Neuscholastik ist, wobei das zum Teil außerordentlich geschickt angegangen ist, dass er immer wieder, obwohl er sie formal trennen will, die Neuscholastik auch mit der Scholastik insgesamt in einen Topf wirft. Wie er das angeht, hat Franz Schupp im letzten Jahr, sein ehemaliger Kollege an der Theologischen Fakultät in Innsbruck, schön folgendermaßen analysiert. Es ging darum, im neuscholastischen Gewand die Neuscholastik zu überwinden. Dies war eine geistesgeschichtlich ebenso wie kirchlich-strategisch geniale Konzeption. Allerdings war sie geistesgeschichtlich wahrscheinlich doch sicher ungewollt zu strategisch gedacht. Rahner wollte für die transzendentale Methode Kants maßgebliche sogenannte anthropologische Wende, also die Wende zum Menschen hin, letztlich von Gott weg, aus dem 17. ins 13. Jahrhundert vorverlegen. Ja, wollte also Thomas von Aquin als eine Art Transzendentalphilosophen und Theologen interpretieren, womit dann seine eigene, das heißt Rahners Philosophie und Theologie im Rahmen des verochten Thomismus gerechtfertigt wäre. Wir sehen übrigens an diesem Zeugnis von einem Mann, der durchaus Rahner freundschaftlich gegenübersteht, wie Walter Hörus mit seinen Büchern recht hat, der genau ja geradezu sich als Lebensziel gesetzt hat, diesen Fehler in der rahnerschen Theologie aufzuweisen, der heute ganz auch allgemein verbreitet ist.
Rana wollte also letztlich eine andere Theologie mit begründen. Und diesem Ziel sind dann auch seine Spekulationen über das anonyme Christentum gewidmet. Sie haben sicherlich da schon gehört, dass einer seiner zentralen Lehren das anonyme Christentum ist, wenn man das mal ganz kurz zusammenfassen will. Ich bin an sich von Hause aus natürlich kein Rana-Spezialist. Dann verfügt jeder Mensch über ein sogenanntes übernatürliches Existenzial, hat also von sich aus eigentlich ohne Offenbarung des Christentums bereits einen Zugang zu Gott in seinem Innern und kann auf diese Weise dann als anonymer Christ bezeichnet werden, auch ohne explizite Offenbarung. Die Offenbarung fügt eigentlich im Wesentlichen nichts hinzu. Sie macht das nur bewusst, was eigentlich im Menschen, voll bewusst, was eigentlich im Menschen schon angelegt ist. Das ist das, was man auch Immanentismus nennt, was im Menschen eben drin liegt. Eine der typischen Eigenschaften, die den Modernismus auszeichnen, wie Papst Pius X. In seiner epochalen Enzyklika Pacemi Dominici Gregis auch ausgeführt hat. Und Rana sagt an einer Stelle sehr klar, das ist überhaupt eine wichtige Quelle, die oft nicht herangezogen wird. Da gibt es ein Gespräch mit dem Journalisten Meinold Kraus. Und da spricht er viel mehr Klartext als in mancher seiner theologischen Publikationen. Da sagt er zum Beispiel Folgendes: Ich glaube auch, dass man sagen kann, die neuscholastische Theologie und Philosophie, so große Verdienste sie auch gehabt haben mag, ist heute doch eigentlich irgendwie an einem Ende angekommen. Es entstand in der Zeit des Konzils oder in der Vorbereitung des Konzils eine in ihrer Methode und Mentalität andere Theologie. Und jetzt achten Sie mal schön darauf, was das Ziel dieser neuen Theologie ist. Das nennt er nämlich hier ganz klar beim Namen. Die Kirche hat sich entschlossen, und er kann jetzt schon das offizielle Lehramt für seine Gedanken mit in Anspruch nehmen, denn wir sind weit nach dem Konzil, das ist in den 70er Jahren geschehen hier, dieses Gespräch ist da geführt worden. Die Kirche hat sich entschlossen, ein positiveres und aktiveres Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen zu suchen. Nummer eins. Sie hat zweitens, würde ich gliedern, ein wohlwollenderes, positiveres Verhältnis zu den übrigen Weltreligionen gefunden. Kurz und gut, ich meine, es gibt wirklich eine neue Epoche in der Kirche. Das ist das Fazit der ganzen Geschichte. Und wie ihm diese neue Epoche und diese Menschen dieser neuen Epoche am Herzen liegen, sagt er auch einige Seiten weiter. Das ist ein meines Erachtens unglaubliches Zitat. Das ist auch viel zu wenig bekannt, ich darf es Ihnen wörtlich geben. Nach eigener Bekundung ist Ranas, sei es viel wichtiger, wörtlich, einem Menschen von morgen die Botschaft der Kirche nahezubringen, als zwei Menschen von gestern im Glauben zu bewahren. Es ist also wichtiger, einem Menschen von morgen die Botschaft der Kirche nahezubringen, als zwei Menschen von gestern im Glauben zu bewahren. Das heißt also umgekehrt ausgedrückt, es ist besser, lieber hinzunehmen, zu fördern, dass zwei Menschen von gestern die Kirche verlassen und man bekommt dafür einen Menschen von morgen. Und das Zahlenverhältnis stellt sich ungefähr so dar heute. Ich glaube, eher noch schlimmer. Der Paderborner Dogmatiker Hattrup, so ein viertelkonservativer Mann, würde ich sagen, bemühte sich in einem Aufsatz im vergangenen Jahr, einerseits darum, meines Erachtens weit über Gebühr Gutes an Rana gelten zu lassen. Trotzdem verschloss selbst er, der eigentlich ein doch insgesamt dann noch eher positives Bild dieses Theologen vorführte, verschloss nicht die Augen vor der großen Gefahr. Und ich darf Ihnen diese Zeilen einmal kurz vorlesen, weil sie auch wichtig für das Folgende sind. Von Gottes Handeln war eigentlich immer weniger die Rede bei Rana, deshalb auch immer weniger von einer Bekehrung des Menschen. Das heißt, es war schon die Rede davon, denn Offenbarung heißt bei Rana die Selbstmitteilung Gottes. Aber sie war so sehr ausgegossen über die ganze Geschichte, dass die spezielle Offenbarung, die kategoriale, wie es hieß, die christliche Offenbarung, nichts besonders Heilsbringendes mehr an sich hat. Also genau das, was ich eben gesagt habe, auch von einem Fachtheologen hier bestätigt. Jetzt verstand ich,
Der anonyme Christ war die logische Folge. Jeder Mensch durfte bleiben, wie er ist, da in ihm die besondere Offenbarung in Christus nichts Besonderes mehr zu bieten hat. Also uns wird ja immer hier vorgeworfen, nicht wahr, wir würden pauschalisieren, wir würden die Dinge nicht differenziert genug darstellen. Das sagt also ein Mann vom Rang eines Hattrup, der von Hause aus habilitierter Naturwissenschaftler war, dann zur Theologie gegangen, ich kenne ihn persönlich, der also wahrlich keine Sympathien für unsere Positionen hat, der aber das doch relativ klar sieht, vielleicht sogar etwas überpointiert formuliert hat. Aber im Wesentlichen ist das sicherlich richtig. Natürlich ist es ein leichtes, zu allen möglichen Stellen, die ich Ihnen jetzt noch teilweise anführen werde, auch andere Passagen zu finden. Das ist ja das ganze Dilemma, in dem wir uns heute befinden, das gilt ja genauso für die Theologie des Heiligen Vaters, dass wir sehr unterschiedliche Positionen haben in verschiedenen Schreiben, Stellungnahmen, teilweise sogar in denselben Veröffentlichungen, die also mindestens in einem sehr starken Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das wäre ja dann noch auflösbar, aber doch sich, ich spreche es mal vorsichtig aus, zumindest der Kontradiktion, dem echten Widerspruch nähern. Und das ist etwas, was von großen Gelehrten längst gesehen worden ist, dass wir natürlich heute in der Gefahr stehen, nicht nur in der Theologie, aber in ihr besonders, den Satz vom verbotenen Widerspruch einfach nicht mehr zu berücksichtigen. Die Grundlage jedes geordneten Denkens, wie es Aristoteles in Metaphysik 4.3 schon sehr wegweisend vorgeführt hat. Und es ist auch übrigens etwas, was Pius X. In dieser epochalen Enzyklika Pacelli Domenici Gregis schon beim Namen genannt hat. Und der nennt auch das Ziel, er sagt, das machen diese Leute unter anderem deshalb, dass man sie nicht enttarnen kann. Sie bekennen sich nicht klar zum Irrtum. Es gibt immer wieder auch andere Stellen. Diese Taktik ist von Karl Rahner, das werden wir gleich noch sehen, tatsächlich selbst auch erkannt worden. Und zwar sehr früh, im Jahr 1949 bereits. Und es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten mittlerweile, die dann detailliert in Rahners Werk auch vorführen, wo da Äußerungen in Kontradiktion zueinander stehen. Ich darf nur erinnern an das Werk von Josef Kainalsiri, Gethsemane, Überlegung zur theologischen Bewegung unserer Zeit, leider in einer furchtbaren deutschen Übersetzung nur greifbar, das müsste unbedingt mal neu übertragen werden, aus dem Italienischen, und dann von Bernhard Lakebrink, die Wahrheit im Bedrängen ist. Das ist übrigens meines Erachtens überhaupt einer der fundamentalsten Werke, was wir zur geistesgeschichtlichen Situation jetzt haben. Es ist allerdings nicht leicht zu lesen. Bernhard Lakebrink, die Wahrheit im Bedrängen ist. Manchmal liegt es auch bei uns auf den Schriftenständen aus. Es ist ein sehr schweres Werk, aber von vorzüglicher Tiefe, von einem Mann geschrieben, der mit Leib und Seele glühender Katholik gewesen ist. Es ist nicht nur so, dass manche Äußerungen bei Karl Rahner, wenn man sie miteinander vergleicht, nahezu in Widerspruch oder sogar in direkter Kontradiktion zueinander stehen, sondern auf der anderen Seite ist eben, wie schon angedeutet, sehr vieles äußerst vage und unklar formuliert. Das ist mit Absicht geschehen. Das können wir nachweisen. In dem Band hat mit Recht Professor May noch einmal darauf hingewiesen, dass wir ja ein geradezu Graner enttarnendes Dokument vorliegen haben. Denn als er gestorben war, kurz danach, hat sein Meisterschüler Vorgrimmler, der diese Rezension da verfasst hat, nichts Besseres zu tun gehabt, als im Jahr 1984, ich glaube sogar, das ist das Todesjahr Rahners gewesen, natürlich, das ist ja letztes Jahr, war das da 20 Jahre eben danach gewesen. Ganz kurze Zeit danach hat er in der Jesuitenzeitschrift Orientierung nichts Besseres zu tun gehabt, als den privaten Schriftwechsel zwischen dem Meister und ihm zu veröffentlichen. Die Fachwelt fragt heute immer noch, warum hat er das gemacht? Denn das ist also für Rahner zum Teil derartig dechiffrieren, muss man dekouvrierend, dass man sich fragt, wie ist das möglich gewesen? Vielleicht wollte er sich damit auch dicke tun, dass er der Busenfreund des großen Meisters war, wie auch immer. So eine höchst unsympathische Gestalt ist er vorgekommen. Auch persönlich muss das so sein, was ich gehört habe von Leuten, die ihn kennen. Aber das hat er also in der Tat hier getan. Und
Da kann man also ganz erstaunte Dinge lesen. Am 22.02.1962 schreibt Rahner an Vorgrimmler über eine geplante italienische Übersetzung seines kleinen theologischen Wörterbuchs folgendes: Sicher ist das Italienische wegen den, schreibt er schon damit im Dativ hier, wegen den Bonzen und Hütern der Orthodoxie in Rom ein besonderes Problem. Nur zur Information, mit den Bonzen und Hütern der Orthodoxie in Rom ist kein anderer gemeint als der Präfekt des Heiligen Offiziums, Kardinal Ottaviani, vor allem. Das war sein Hauptgegner gewesen. Das ist ein besonderes Problem. Man könnte auch sagen, dass das Lexikönchen, so nennt er das immer, so abgefasst ist, dass diese Leute es gar nicht verstehen und so gar nicht finden, was gegen ihre Beschränktheit gesagt ist. Er sagt ganz klar, es ist also so abgefasst, dass man viele Dinge, die mir eigentlich am Herzen liegen, die ich eigentlich aussagen wollte, gar nicht richtig erkennen kann. Und er hat jetzt die Sorge, wenn das in Italienisch übersetzt wird, dann besteht natürlich die Gefahr, Übersetzung in eine andere Sprache, dass manches irgendwie dann doch interpretierend wiedergegeben werden muss, weil es keinen genau adäquaten Ausdruck gibt. Es gibt keine 1:1-Übersetzung, dass dann herauskommen könnte, was er eigentlich gemeint hat. Ich finde, das ist ein sehr aufschlussreiches Zeugnis. Es ist sehr interessant, dass Rahner schon im Jahre 1949 in der Zeitschrift Wort und Wahrheit eigentlich sein späteres Programm vorgeführt hat. Man weiß gar nicht recht, wenn man es so liest, wie er das dort vorstellt, dann meint man eher, er bekämpfe diesen Weg, aber genau den ist er hinterher gegangen. Er hat dort geschrieben über Gestaltwandel der Häresie und führt uns vor die latente Häresie. Er spricht auch an anderer Stelle von Kryptogama-Häresie. Die hält sich im vagen, ungefähren, Stimmungsmäßchen, indem sie eine begriffliche Artikulierung, eine Formulierung in Thesen und Lehren vermeidet und neben dieser Grundhaltung sich stets noch in Aporetik, Versuchen, Anmeldung von Bedenken, ungelösten Problemen ausspricht, dabei aber eigentlich mehr meint als diese, sich dadurch hilft, dass sie die ihr entgegengesetzten Wahrheiten mit Schweigen und Nichtbeachtung übergeht. Das ist doch wirklich sehr interessant, das 49 von ihm zu lesen, zu einer Zeit, wo seine veröffentlichten Arbeiten noch von einer gewissen Rechtgläubigkeit geprägt waren. Auf dem Zweiten Vatikanum hat er jedenfalls zweifellos mit dazu beigetragen, nach eigenem Bekunden auch, dass gewisse Texte formuliert wurden, die aufgrund ihrer unscharfen Begrifflichkeit dazu führten, dass diejenigen Konzilsväter, die über sie abzustimmen hatten, nicht recht wussten, was damit eigentlich intendiert war. Das sagt er auch selbst wiederum. Brief vom 27.04.1964 an Vorgrimmler. Gestern bin ich von Rom gekommen, müde. Das ist übrigens in jedem zweiten Brief zu finden. Er ist immer müde. Und das ist vielleicht also auch doch wichtig, um die Gefahren, die in seiner Theologie sind, richtig zu erfassen. Er weist mehrmals darauf hin, dass er nicht mehr zum Gebet kommt. Und ich glaube, das ist für einen Theologen, noch dazu, wenn er Priester ist, er war Jesuitenpater, eine absolute Katastrophe. Ich bin jedenfalls dem Bruder, verehrten Bruder unseres Herrn Priors, Pater Johannes Grün, von Herzen heute noch dankbar dafür, dass er, als ich so ein bisschen anfing, darum zu theologisieren, mir sagte: Wenn Sie das tun, dann müssen Sie auch ein tieferes Gebetsleben führen, sonst geht die Sache schief. Und das ist vielleicht einer der Schlüssel, mit denen man verstehen kann, warum dieser ja zweifellos hochbegabte Mann, der gewisserweise genial begabt war, so viel doch gefährliche Dinge auch gesagt hat. Also müde, sagt er, und fährt dann fort, aber man kann dort noch immer wieder dafür sorgen, auf dem Konzil, dass das Schlimmste verhütet und da und dort noch ein kleiner Aufhänger in den Schemata geboten wird für eine spätere Theologie. Das ist nicht viel und doch viel. Das haben uns ja andere dann auch längst mitgeteilt, dass das so lief. Also wenn ich an dieses Liturgiedokument Sacrosanctum Concilium denke, da hat uns der Liturgiewissenschaftler Lengeling, Emil Josef Lengeling, 1970 im liturgischen Jahrbuch ein sehr klares Zeugnis vorgelegt. Zitat: Manches musste sicherlich in den Jahren vor dem Konzil und in den beiden ersten Konzilssitzungen zurückhaltend, beinahe verklausuliert formuliert werden, wenn man die möglichst einmütige Zustimmung zum Ganzen erreichen wollte. Dabei ist es in der Formulierung gelungen,
Türe zu Entwicklungen offen zu halten, für die auch in der letzten Konzilssitzung sicherlich keine Zweidrittelmehrheit erreichbar gewesen wäre. Ja, also wir haben von Leuten, die die Verhältnisse sehr gut kennen, da klare Aussagen und müssen gar nicht persönlich da spekulieren. Ein weiterer Aspekt, den man tiefer ausführen müsste, als ich das jetzt tun kann, ist der Anthropozentrismus bei Rahne, also die Ausgerichtetheit auf den Menschen anstelle auf Gott. Er selbst hat mehrmals sich zu einer anthropologischen Wende bekannt. Ich darf ihn vorlesen aus dem Artikel Anthropozentrik, das Lexikon für Theologie und Kirche. Das, die zweite Auflage ist ja sehr maßgebend von ihm mitgeprägt, die zur Konzilszeit herauskam. Denn durch die Menschwerdung des Wortes Gottes ist der Gegensatz zwischen Anthropozentrik und Theozentrik ja gerade jene Interpretation des Menschenseins, von der wir erlöst werden sollen. Da gibt es keine theoretische und keine praktische Theologie mehr, die nicht selbst in sich Anthropologie wäre. Rahners Position lässt sich auch dann nicht halten, wenn man da andere Passagen hinzunimmt, an denen ja dann etwas weiter die Sache auszieht und zum Beispiel sagt, wenn Gott selbst Mensch ist und es in Ewigkeit bleibt, wenn alle Theologie darum in Ewigkeit Anthropologie bleibt. Diese Aussage stimmt ja schon aus einem ganz einfachen Grunde nicht, weil nur die zweite göttliche Person nicht, aber der Vater und der Heilige Geist Mensch geworden sind. Und es also sehr wohl viele Aspekte trinitarischer Theologie gibt, die man nicht der Anthropologie zuordnen kann. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass selbstverständlich nach katholischem Glauben, und da unterscheiden wir uns ja von den Protestanten, Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt die menschliche Natur mit in die ewige Herrlichkeit genommen hat. Das ist ja ein wunderbarer Aspekt unseres Glaubens, der so schön im Communicantis der traditionellen lateinischen Festmesse zum Himmelfahrtstag ausgedrückt ist. Da heißt es ja, in heiliger Gemeinschaft feiern wir den hochheiligen Tag, an dem unser Herr, dein eingeborener Sohn, unsere Natur mit ihrer Gebrechlichkeit, die er mit sich vereint, zu Rechten deiner Herrlichkeit gesetzt hat. Können wir vielleicht auf Latein mal vorlesen, den Schluss davon jedenfalls. Quo dominus noster unigenitus filius tuus unitam sibi fragilitatis nostre substantiam in glorie tue dextra collocavit. Ich will noch ein oder andere Zitat zu dieser Ausrichtung auf den Menschen vorlegen. Und eine Stelle ist mir da besonders wichtig, weil man da sehen kann, wie er auch argumentativ vorgeht. Rahner sagt, wenn man richtig von Gott sprechen will, muss man vom Menschen sprechen. Wenn man richtig von Gott sprechen will, muss man vom Menschen sprechen. Er hatte vorher selbst der Frage zugestimmt, ob man seine theologische Methode anthropozentrisch, also auf den Menschen ausgerichtet, nennen könne. Dann schließt er im Folgenden aber gewisse Relativierung und Erklärung des Begriffs an. Einer der einschränkenden Sätze lautet: Folglich kann man über keine vollständige Theologie verfügen, außer man betrachtet ihre anthropologischen Aspekte. Das ist ja an sich soweit einwandfrei. Wenn ich sage, über keine vollständige christliche Theologie, kann man in der Tat nicht verfügen, wenn man nicht ihre anthropologischen Aspekte betrachtet. Schließlich ist eben die zweite göttliche Person Mensch geworden, hat diese menschliche Natur sogar in die himmlische Glorie mit aufgenommen. Das ist richtig. Aber jetzt passen wir auf, wie es weitergeht. Der nächste Satz, der sich anschließt, müsste normalerweise jetzt heißen, wenn man richtig von Gott sprechen will, muss man auch vom Menschen sprechen. Das wäre die logisch richtige Verknüpfung. Was macht er aber? Er bringt genau diesen Satz, lässt es auch aber weg. Sagt nur, wenn man richtig von Gott sprechen will, muss man vom Menschen sprechen. Das ist Unfug. Das ist falsch. Das auch wäre richtig. Aber ohne das stimmt es nicht. Und dann haben wir wirklich genau das, was wir heute überall in der Kirche sehen. Und so geht der immer vor. Und das fällt vielen überhaupt nicht auf, weil man dazu offenbar doch einer gewissen Praxis im Umgang mit Texten bedarf, um so etwas zu erkennen. Da stehen also nebeneinander plötzlich Sätze, die doch zumindest sich in einem sehr krassen Spannungsverhältnis befinden. Wir wollen jetzt ein bisschen von Rahner zunächst einmal weggehen und uns anschauen, wie bestimmte Gedanken, die damals üblich waren, die auch mit von ihm geprägt worden sind, auf das Zweite Vatikanum gewirkt haben. Da wäre zunächst einmal
ganz kurz etwas zu sagen zu der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Denn dort haben wir in Nummer 22 sehr wesentlich Aspekte dieser Gedankenwelt aufgegriffen. Es gibt zu dieser Pastoralkonstitution, die einer der gefährlichsten Dokumente nach meiner Überzeugung, auch vor allen Dingen des Erzbischofs, der das natürlich sehr genau alles untersucht hat, gibt es Äußerungen, die uns sehr wohl zeigen, wir stehen da mit unserer Kritik nicht alleine. Jemand wie Kardinal Ratzinger, noch als Theologieprofessor, sagte also im Lexikon für Theologie und Kirche, Band 14, nach dem Konzil, zu diesem Dokument, Zitat, diese Anthropozentrik, von der die ganze theologische Konzeption des Textes bestimmt ist, dürfte in der Tat seine am meisten charakteristische Entscheidung darstellen. Ja, das ist genau das, was Erzbischof Marcel Lefebvre auch diesem Text immer vorgeworfen hat. Er steht damals dazu, er hält das für richtig. Aber es gab auch sehr wohl Kritik. Eine der heftigsten Kritiken ist vorgetragen worden von keinem geringeren als dem Berliner Bischof Alfred Bengsch. Leider viel zu wenig bekannt, aber immerhin hat die Tagespost den Mut gehabt, das einmal vor einigen Jahren abzudrucken, in einer Übersetzung des Prälaten Theodor Schmitz, das ist auf Latein verfasst, was er hier geschrieben hatte. Das ist übrigens für die Jüngeren, die ihn nicht so gut kennen, der Mann, der auch in sehr mutiger Weise die wenig rühmliche Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur Enzyklika Humanae Vitae getadelt hat. Er ist damals also schon fast ein Außenseiter gewesen, aber er hat sehr klare Worte zu diesem Dokument gefunden und die möchte ich Ihnen als Einleitung zu Gaudium et Spes 22 auch noch nennen. Der Text strebt den Dialog der Kirche mit der Welt an und gibt offen zu erkennen, dass sie diesen Dialog mit Wohlwollen, ja sogar mit einiger Freude beginnen will. Diese Absicht aber führt nach meinem demütigen Urteil zu einem solchen Optimismus bei der Beurteilung der Phänomene dieser Welt, der weder durch die Erfahrung noch aus der Heiligen Schrift gerechtfertigt werden kann. Die moderne Kultur und der menschliche Fortschritt werden so positiv anerkannt, ja geradezu gerühmt, dass der Text den Eindruck eines gewissen Säkularismus erweckt. Es fehlt nämlich, und das beweist auf der anderen Seite diese gefährliche Tendenz, die Theologie des Kreuzes und jene wesentliche Forderung des Herrn an die Jünger, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Gelegentlich scheinen die Aussagen fast wörtlich identisch zu sein mit den Phrasen kommunistischer Propaganda, in unseren Gegenden auch von den sogenannten progressiven Christen immer von Neuem wiederholt. Das stimmt in der Tat, ja. Da ist also von internationale Solidaritas und so etwas die Rede. Das sind teils sehr, sehr merkwürdige Gedanken. Das heißt nicht, dass es da manches auch richtig und gut drin ist. Das ist ganz, ganz klar. Also, Abschied über das Gewissen zum Beispiel scheint mir einigermaßen ordentlich zu sein, was mir so gerade einfällt. Aber schon über die Ehe ist sehr problematisch auch. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, das hier im Einzelnen zu erörtern. Wichtig ist vielleicht noch das Urteil von Ratzinger, da war er schon Kardinal gewesen, das ist aus seiner theologischen Prinzipienlehre, ich weiß nicht genau, war aber Bischof, glaube ich schon, theologische Prinzipienlehre 82, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, da war er schon Bischof von München gewesen, oder? Der Papst ist 78 ins Amt gekommen, da war er schon rum, also das hat er sogar als Kardinal schon geschrieben, ich war mir jetzt im Moment auch nicht mehr ganz sicher, also immerhin als Kardinal, dann hat es ja noch mehr Gewicht eigentlich, da sagt er doch theologische Prinzipien, Lehrseite 399, Zitat, begnügen wir uns hier mit der Feststellung, dass der Text, also der Text Gaudium et Spes, Pastoralkonstitution, die Rolle eines Gegensyllabus spielt, das ist bezogen auf den berühmten Syllabus des mittlerweile seligen Papstes Pius IX., mit dem dieser im Jahre 1864 eine Reihe auch heute noch und gerade heute in der Kirche grassierender Irrtümer verurteilt. Ja? Also dieses soll hier die Rolle eines Gegensyllabus spielen, und es kommt noch besser, und insofern den Versuch einer offiziellen Versöhnung der Kirche mit der seit 1789 gewordenen neuen Zeit darstellt. Und das ist doch sehr dekouvrierend, finde ich. Ja, Ratzinger sagt das also hier selbst. Wir müssen für solche Feststellungen gar nicht uns auf unsere eigenen Publikationen da berufen. Das findet man hier und da selbst zugegeben. Ja, kommen wir zu Gaudium et Spes 22. Das ist ein, wie Dörrmann
mit Recht gesagt hat in seinen berühmten Studien, der theologische Weg Johannes Pauls II. Zum Weltgebetstag der Religion in Assisi, geradezu ein grundlegender Schlüsseltext für die Theologie des regierenden Papstes. Da heißt es, Gaudium et Spes 22, denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. An sich ist dieser Satz, so wie er hier steht, nicht direkt falsch, zumal er ja eine häufig ausgelassene, übrigens auch beim Papst öfter ausgelassene, einschränkende Bestimmung enthält, gewissermaßen, quodam modo, das ist sehr wichtig, dieses Sätzchen hier, dieses Wörtchen. Innerhalb des Kontextes stellt man eine gefährliche Tendenz fest, nicht mehr klar zu scheiden zwischen Ebene der Natur und Ebene der Gnade, zwischen Übernatur und Natur. Ich sage bewusst scheiden, unterscheiden, man sollte nicht von trennen sprechen, ich habe das früher auch gemacht, aber David Berger hat mir wirklich überzeugend klar gemacht, dass hier nicht der Begriff Trennung am Platze ist, sondern es ist eine Unterscheidung notwendig. Die beiden Dinge sind durchaus aufeinander bezogen, aber man darf sie nicht zusammenwerfen. Wenn ich sie völlig trenne, gerate ich in die Häresie, und wenn ich sie vermische, gerate ich in die Häresie. Ich darf Ihnen noch einen anderen Satz dort innerhalb des Kontextes von Gaudium et Spes 22 vorlegen. Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Denn Adam, der erste Mensch, war das Urbild des Zukünftigen, nämlich Christi des Herrn. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe den Menschen, dem Menschen selbst vollkund, und erschließt ihm seine höchste Berufung. Also in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe macht Christus den Menschen, dem Menschen selbst kund, und erschließt ihm seine Berufung. Seine höchste Berufung. Das ist ein sehr merkwürdiger Satz. Man kann definitiv nachweisen hier, dass er so, wie er da steht, in dieser zentralen, ungewöhnlichen Formulierung, er macht den Menschen, dem Menschen selbst voll kund, den der Papst dauernd heranzieht, auf den Lübeck zurückgeht. Und zwar muss man sich das französische Original dazu besorgen. In der von Hans-Urs von Balthasar vorgelegten Übersetzung wird das nicht ganz klar. Ich hatte das gelesen, dass das zusammenhinge, konnte das dann nicht eigentlich wissenschaftlich dokumentieren, bis ich mir sagte, du versuchst mal das Original zu bekommen. Das ist das Buch Katholizism, Les Aspects Sociaux du Dogme. Und da finden Sie das dann schon. Und wenn ich das mal wörtlich dann übersetze, heißt es da, indem er den Vater offenbart und von ihm offenbart wird, lässt Christus den Menschen dem Menschen selbst offenbar werden. Da haben Sie also wirklich diese Formulierung dann da. Freilich muss man hinzufügen, dass beim Konzil noch etwas hinzukommt, und er schließt ihm seine höchste Berufung. Ja, er schließt ihm seine höchste Berufung. Das kann man natürlich so verstehen, dass der Mensch eigentlich nur dann sich wirklich findet, wenn er sich eben Gott öffnet, wenn er mit der Gnade mitwirkt. Das müsste aber viel deutlicher gesagt werden. So wie zum Beispiel der heilige Paulus das im 2. Korintherbrief 5,17 so schön formuliert: Wer somit in Christus ist, ein neues Geschöpf, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine Kainektisis, nova creatura. Das steht hier aber nicht. Und zwar ganz offenbar deswegen nicht, weil Konzeptionen hier im Hintergrund stehen, die von einer neuen Theologie mit beeinflusst sind. Wir haben übrigens ein Zeugnis auch wiederum von Vorgrimmler, der, glaube ich, zu Recht darauf hinweist, dass hinter diesem ganzen Kapitel Gaudium et Spes 22 gerade auch ranische Theologie steht. Ich darf Ihnen einige Gedanken Rahners dazu noch vorlesen, die in eine ähnliche Richtung weisen. Die Menschheit als eine und Ganze ist also schon im Voraus zur personalen Entscheidung der Einzelnen und im Voraus zur Bildung der Kirche eine durch die Gnadentat Gottes in Jesus Christus konstituierte Größe, also Volk Gottes. Das
muss man vielleicht nochmal hören. Die Menschheit als eine Ganze ist im Voraus zur personalen Entscheidung, also unabhängig davon, wie jemand sich entscheidet, des Einzelnen, und im Voraus zur Bildung der Kirche eine durch die Gnadentat Gottes in Jesus Christus konstituierte Größe, also Volk Gottes. Die ganze Menschheit ist von vornherein Volk Gottes. Weiterer Satz im selben Kontext, das ist das Volk Gottes, Herr, das theologische Taschenlexikon. Angesichts dieser Beziehung ist es zum Beispiel darum auch nicht verwunderlich, dass die Tradition teilweise wenigstens in einem weiteren Sprachgebrauch, das ist sprachlich völlig falsch, müsste heißen, teilweise wenigstens, und zwar in einem weiteren Sprachgebrauch, schon durch die Inkarnation konsekrierte Menschheit das Volk Gottes Kirche nennt und so die grundsätzliche Gründung der Kirche schon in der Menschwerdung geschehen ist. Das müsste er mir belegen. Dass angebliche Tradition teilweise wenigstens in einem weiteren Sprachgebrauch, da sicherte sich ab, nicht wahr, soll angeblich die durch die Inkarnation, durch die Menschwerdung konsekrierte Menschheit das Volk Gottes nennen und Kirche bereits nennen. Das ist meines Erachtens absoluter Unsinn. Was richtig ist, ist, das hat Sebastian Tromp sehr schön gezeigt, dass man eine gewisse Verbindung Christi mit allen Menschen allein durch die Menschwerdung auch bei gewissen Kirchenfeldern nachweisen kann. Das ist keine Frage. Ja? Das geht ja einfach deshalb schon, weil, was heute völlig missverstanden wird immer wieder, Christus ja als Mensch nicht Person ist, sondern die Person ist die Gottheit, die Menschennatur an. Und damit kann er sich aufgrund der Annahme der allgemeinen Menschennatur, nicht wahr, auch mit allen Menschen gleichsam verbinden. Das ist soweit richtig. Pius XII. Hat in Sempiternus Rex zum Jahr 1954, das ist also im Anschluss dann an, zum Jahr 1951, das ist im Anschluss an Chalcedon dann gemacht worden, nochmal darauf hingewiesen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der heute auch viel zu wenig beachtet wird. Die tun dann immer so, als wenn die Christus eine menschliche Person wären. Dann kommt alles durcheinander theologisch. Also deswegen geht das, aber genauso müsste er natürlich sagen, dass die Kirchenväter die eigentliche Erlösung immer am Kreuz sehen, mit der gesamten Tradition der Kirche. Also aus einem anderen ranerschen Aufsatz, die Gliedschaft in der Kirche nach der Lehre der Enzyklika Papst Pius XII Mystici Corporis, möchte ich noch ein Zitat bringen. Nach dem Gesagten gehört aber die Gliedschaft am Volke Gottes zu den Bestimmungen einer konkreten Menschennatur, weil jeder Mensch notwendig und unaufhebbar Glied der einen Menschheit ist, das ist ja soweit richtig, aber jetzt, die durch die Menschwerdung Gottes real zum Volke Gottes wurde. Real, unaufhebbar. Ja? Also was bleibt denn überhaupt noch übrig? Die persönliche Zustimmung ist also nichts anderes dann letztlich, als dass die Sache einem bewusst wird. Und das hat in einer vorzüglichen Klarheit auch Dörrmann in seinen Studien zur Theologie des Papstes, glaube ich, nachweisen können. Das führt natürlich dazu, das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, dass Rahner auch sehr schnell dafür eingetreten ist, der Atheist müsse das Heil erhalten können. Sie finden da entsprechenden Niederschlag auch in Lumen Gentium 16, wobei ich der Überzeugung bin, dass dieser Text noch nicht heretisch ist. Der ist zwar in einer unverantwortlichen Weise zweideutig formuliert wiederum, aber wenn ich also andere Passagen hinzunehme, zum Beispiel aus Ad Gentes Divinitus 7 und so weiter, und die klare Stelle, die unklare interpretiert, dann ist der noch haltbar, aber der ist eindeutig auch von solchen Tendenzen beeinflusst, dass der Atheist in seiner Gottferne, in seiner möglicherweise auch bewussten Entscheidung gegen Gott, dann doch letztlich von Gott angenommen ist. Das geht natürlich in die Richtung der Allerlösung dann. Das ist eben Anliegen gewesen, das Rahner auch von vornherein mit verfolgt hat. Und da gibt es also sicherlich Einflüsse auf diesen Konzilstext. Übrigens, das ist etwas, was auf dem Zweiten Vatikanum mehrfach zu beobachten ist. Das werde ich Ihnen bei der Sommerakademie noch ein bisschen vorstellen im Detail. Dass man klar Rechtgläubige und zumindest Zweifelhafte, wenn nicht direkt falsche Aussagen, auf verschiedene Dokumente verteilt hat. Das ist ein altes Verfahren. Das hat die Synode von Pistoia bereits gemacht und es ist damals von Papst Pius VI. Verurteilt worden. Alles alte Zöpfe. Ich habe das per Zufall mal entdeckt. Ich glaube, dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ich
las da den Denzinger Hühnermann durch und dachte, Mensch, das passt ja genau aufs Zweite Vatikan. Und so haben die das gemacht. Und nur für diejenigen, die es nicht kennen, die Synode von Pistoia ist eine aufklärisch-freimaurisch geprägte Synode gewesen, die in vielen Punkten dann von Pius dem VI. Verurteilt wurde, obwohl sie weit vorsichtiger vorgegangen ist als das Zweite Vatikanum. Ja, ich würde jetzt ganz gerne, vielleicht damit wir dann doch in 10 Minuten auch zum Schluss kommen, noch die Brücke schlagen, alles sehr raffend und abkürzend, zur Theologie des Papstes, der auch einige erstaunliche Bemerkungen gemacht hat, die ganz in diese Richtung gehen, unter anderem immer wieder unter Heranziehung von Gaudium et Spes 22. Zum Beispiel liest man in seinen Exerzitienvorträgen, die dann veröffentlicht worden sind unter dem Titel Zeichen des Widerspruchs. Die Geburt der Kirche im Moment des messianischen erlösenden Todes Christi, ich meine, da geht es also dann doch auf das, jetzt aufs Kreuz bezogen, nicht auf die Menschwerdung, war im Grunde auch die Geburt des Menschen, und zwar unabhängig davon, ob der Mensch dies weiß oder nicht, dies annimmt oder nicht. Alle Menschen seit dem Beginn und bis zum Ende der Welt sind von Christus durch sein Kreuz erlöst, das mache ich ja soweit, im Sinne des Angebotes, der Suffizienz, richtig sein und ist richtig, aber jetzt geht es weiter, und gerechtfertigt werden. Und gerechtfertigt werden. Justificati heißt das dort im italienischen Original, ich habe mir das angeschaut, und das ist außerordentlich problematisch, kann ich Ihnen nur sagen. Ich kann das nicht en Detail hier ausführen, ich habe mich versucht, in meinem Beitrag gegen alle möglichen Einwände da abzusichern. Es gibt also eine Stelle im Römerbrief 5, wo es so aussehen könnte, oberflächlich betrachtet, als wenn da der Papst einen Rückhalt hätte. Das ist aber beileibe nicht so. Wenn man sich den schönen Kommentar von Theodor Zahn dazu mal anschaut, dann sieht man, wie man die Stelle richtig verstehen muss. Können wir nicht weiter ausführen. Ich muss nebenbei gesagt, nur Kommentare von Zahn kann ich Ihnen nur empfehlen. Das ist einer der wirklich begabtesten Bibelexegeten gewesen. Wobei man allerdings aufpassen muss, er war Protestant, antiliberaler Protestant, ganz gezielt gegen Harnack und diese Schule gerichtet. Können wir sehr viel von lernen, wenn man manche vom Protestantismus beeinflusste Passagen doch wegstreicht. Aber es ist jemand, der die biblische Sprache in einer ganz feinen Weise zu beobachten verstand. Es ist aber keinesfalls eben so, dass der regierende Papst sich nur als Kardinal damals so ausgedrückt hat. Wir haben das heute auch immer wieder, wenn Sie Redemptor Hominis 14 nehmen, das ist seine Antrittsenzyklika, da sagt er, denn der Mensch, und zwar jeder Mensch ohne jede Ausnahme, ist von Christus erlöst worden. Christus ist mit jedem Menschen ohne Ausnahme in irgendeiner Weise verbunden, auch wenn der Mensch sich dessen nicht bewusst ist. Da in ihm die Menschennatur angenommen wurde, ohne dabei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewisserweise mit jedem Menschen vereinigt. Da sehen Sie diese Stelle, die im Hintergrund da steht. Der Papst fordert dann die Menschheit schließlich auf zum Kampf für jene Würde, die jeder Mensch in Christus erreicht hat und beständig erreichen kann. Es ist die Würde der gnadenhaften Gotteskindschaft und zugleich die Würde der inneren Wahrheit des Menschseins. Schauen Sie mal, da haben wir etwas Ähnliches, wie das bei Rana war. Der Papst fordert die Menschheit auf zum Kampf für jene Würde, die der Mensch in Christus erreicht hat und beständig erreichen kann. Ja, was denn nun eigentlich? Hat er sie erreicht? Ist es also in actu? Oder kann er sie erreichen? Ist es in potentia? Was denn nun? Das steht einfach auch so nebeneinander, ganz ähnlich wie wir das vorhin bei Rana hatten. Und da fragt man sich natürlich, ob da nicht auch eine gewisse Tendenz dahinter steht, die aus anderen Stellen, glaube ich, noch sehr viel deutlicher hervorgeht. Ich will Ihnen noch ein paar andere Beispiele da nennen. So sagt der Heilige Vater in Dominum et Vivificante Nummer 67 zum Beispiel folgendes. Das ist die Heilig-Geist-Enzyklika Nummer 67. Die Kirche bittet um das ewige Heil in der vollen Gemeinschaft des göttlichen Lebens, zu dem der Vater die Menschen, die aus Liebe als Bild und Gleichnis der heiligsten Dreifaltigkeit erschaffen worden sind, von Ewigkeit vorherbestimmt hat. Wiederholen wir mal. Die Kirche bittet um das ewige Heil in der vollen Gemeinschaft des göttlichen Lebens,
zu dem der Vater die Menschen, die aus Liebe als Bild und Gleichnis der heiligsten Dreifaltigkeit erschaffen worden sind. Das ist offenbar keine Einschränkung, nur diejenigen, die, sondern das sind ja offenbar alle Menschen hier, von Ewigkeit vorherbestimmt hat. Der Vater hat die Menschen zur vollen Gemeinschaft des göttlichen Lebens vorherbestimmt. Prädestinavit im Lateinischen. Wenn dieses Prädestinavit nicht in Anführungsstrichen gesetzt worden wäre, was sehr ungewöhnlich ist, wäre es eine Heresie. Zwar eine formale Heresie. Aber setzt in Anführungsstrichen. Warum macht der Mann das? Frage ich mich. Denn das habe ich mir mal angeschaut. Also die Begriffe Prädestinare und ähnliche sind in der ganzen Heiligen Schrift nicht ein einziges Mal in einem solchen Sinne verwendet. Die sagen gerne immer, wir wollen uns nicht mehr scholastisch ausdrücken, wir wollen biblisch formulieren, um eben auch die Gemeinsamkeit mit den Protestanten da aufzuweisen. Aber da gibt es keinen biblischen Vorbild. Warum macht jemand so das? Es geht noch weiter dann. Die Kirche bittet mit ihrem Herzen, dass alle Menschen Herzen in sich fasst. Das Herz der Kirche umfasst alle Menschen Herzen. Was soll diese Formulierung, frage ich mich. Was ist damit gemeint? Ist das im Sinne einer einfach Fürsorge für alle Menschen nur? Dann wäre es ja noch einwandfrei. Den Heiligen Geist und das Glück, das allein in Gott seine volle Verwirklichung findet. Achten Sie auch darauf, seine volle Verwirklichung findet. Allein in Gott seine volle Verwirklichung findet. Also eine gewisse Verwirklichung ist offenbar auch ohne möglich. Es ist aber auf das ewige Heil bezogen überhaupt keine Verwirklichung möglich ohne Gott. Das kommt immer wieder bei ihm vor. Er redet auch immer wieder von der vollen Mitgliedschaft in der Kirche. Vom vollen Ausrichtung des Menschen aufs Heil und so weiter und so weiter. Das ist offenbar also auch in reduzierter Form. Das ist natürlich genau notwendig, um den Ökumenismus und vor allen Dingen auch die interreligiösen Aktionen zu befördern. Denn das andere haben die anderen auch. Er würde ohne weiteres zugeben, wie auch Rahner, dass also die Vollform dann das bewusst gelebte Christentum wäre. Nicht wahr? Aber es geht auch anders. Und hier ist ja dann die Rede dann auch dem Menschen, der aus Liebe als Bild und Gleiches der heiligsten Dreifaltigkeit erschaffen worden ist. Da werden wir gleich noch etwas ganz zum Schluss zu hören. Vielleicht noch drei, vier Sätze, gerade aus dieser Heilig-Geist-Enzyklika auch und aus der Antritts-Enzyklika, die das ein bisschen stärker noch beleuchten, was hier offenbar gemeint ist. Der Papst sagt, ganz konsequent eigentlich, wenn man diese Sätze gehört hat, die wir eben zur Kenntnis genommen haben. Es ist schön und heilsam daran zu denken, dass wo immer man in der Welt betet, der Heilige Geist, der belebende Atem des Gebetes gegenwärtig ist. Überall, wo Sie auf der Welt beten. Dominum et Vivificantem Nummer 65. Und das ist ganz eindeutig, wenn Sie sich den näheren und ferneren Kontext anschauen, auf alle Religionen bezogen. Da kommen wir gar nicht von weg. Im Lateinischen ist es sogar noch ein bisschen deutlicher. Pulchrum sane ac salutare cogitare ubicumque toto mundo. Ja, wo immer auf der ganzen Welt. Oreto ibi spiritum esse divinum vitalem pietatis afflatum. Sogar noch mehr als nur der Atem des Gebetes, sondern der gesamten Frömmigkeit ist dazu gespitzt. Ja. Und das ist dann offenbar kritisiert worden mit Recht. Und in einem späteren Dokument hat der Papst dann nur noch gesprochen von jedem authentischen Gebet. Was doch es auch immer heißen mag, das authentische Gebet hat das also etwas eingeschränkt, das sei vom Heiligen Geist geweckt, der auf geheimnisvolle Weise im Herzen jedes Menschen gegenwärtig ist, so sagt er. Ist er das wirklich? Ist er das wirklich? Ohne dass der Mensch zusteht, im Herzen jedes Menschen soll der Heilige Geist gegenwärtig sein? Kann man den nicht durch bewusstes sich abwenden von Gott heraustreiben? Das sind doch ganz ungeheuerliche Aussagen, das ist ja eine ganz kleine Auswahl, die ich Ihnen nur gebe. Also Sie könnten vielleicht ein oder andere dieser Argumente hier zerpflücken, aber das ist ja, das drängt sich ja auf. Ich habe das neulich noch Pater Otto Meyer gegenüber gesagt, dem sicherlich sehr verdienstvollen Lebensrechtskämpfer, etwas süffisant nach einem Vortrag, den ich in einem anderen Zusammenhang gehalten hatte, sagte er dann, Sie sind ja kaum auf indischem Territorium, da haben Sie das Tillak-Zeichen schon auf der Stirn. Ich wage das zu bezweifeln, dass das stimmt. Aber nehmen wir mal an, ich habe dann gesagt, nach guter scholastischer Methode, Concedo, ich gebe es zu. Was haben Sie jetzt mit Ihrem Argument erreicht, Herr Pater? Dass Sie mir aus 100 vorgetragen und weiteren 1000 und mehr noch möglichen Argumenten eins herausgebrochen haben. Ja? Das ist nicht sehr überzeugend. Übrigens, zu diesen Abbildungen,
kann ich Ihnen nur etwas empfehlen, ich besitze das. Wer das mal braucht, kann ich das gerne ausleihen. Wir müssen das vielleicht fürs Priorat mal bestellen. Es gibt also eine ganze Sammlung von Bildern mittlerweile, Previews of the New Papacy. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gesehen hat. Das ist also erschütternd, die ganze Fülle von Bildmaterial aus dem jetzigen Pontifikat. Wir können es mal durchgehen lassen. Es wäre auch wieder schöner, wenn das eine oder andere da etwas wissenschaftlicher noch wäre. Also dem Papst Paul dem VI. Vorzuhalten, dass er hier das Rationale trägt. Damit sei er, habe er die Rejudaisierung betrieben. Das ist also ein bestimmtes Gewandteil, das tatsächlich auf das Gewand des Hohen Priesters allen Bundes zurückgeht. Das hat mit Rejudaisierung überhaupt nichts zu tun. Der gute Verfasser des Buches ist da wenig aufgeklärt. Das gehört zur möglichen Gewandung des Papstes, wie es auch zur Gewandung zweier deutscher Bischöfe gehört, die das Privileg haben, das zu tragen, der Bischof von Paderborn und der Bischof von Eichstätt. Ich habe selbigen von Eichstätt, Mixer, selbst damit begleitet gesehen. Das ist also schlicht und ergreifend Unfug. Das ist immer schade, dass in unseren Publikationen sowas dann doch häufiger vorkommt, weil wir da der Sache natürlich mit schaden. Nichtsdestoweniger ist das eine sehr wertvolle Sammlung dieses Bildmaterials. Ja, ich war kurz davon abgekommen, möchte jetzt nochmal auf die Enzykliken zurückkommen. In Redemptor Hominis 6, eine sehr berühmte Stelle, Sie kennen sie vielleicht, sagt der Papst, die feste Überzeugung derjenigen, die nicht christliche Religionen bekennen, geht auch ihrerseits vom Geist der Wahrheit aus, welcher außerhalb der sichtbaren Grenzen des mystischen Leibes wirkt. Die feste Überzeugung derjenigen, die nicht christliche Religionen bekennen. Und zwar ist das also hier im Singular gesagt, ja? Firma persuasio. Da macht die deutsche Übersetzung hier abschwächend raus die festen Überzeugungen, also Einzelüberzeugungen. Ja? Dann ist das theologisch ein bisschen besser und sagt auch nicht, die ihrerseits vom Geist der Wahrheit ausgehen, sondern sagen die, vom Geist der Wahrheit berührt worden. Das ist ein bisschen weniger. Aber es steht nun mal, da kommen wir nicht drum herum, eindeutig im Lateinischen, et ipsa procedita spiritu veritatis. Das heißt, ausgehen und nicht berührt worden sein. Ein seltener Fall, dass die Übersetzer, die normal dazu neigen, die Aussagen in progressiver Richtung noch weiter zu treiben, hier offenbar doch etwas zurückgerufen haben. Da gibt es auch gar nichts abzuschwächen. Ganz besonders deutlich wurde der Papst mal in einer Ansprache der Generalaudienz, einer Generalaudienz, und zwar am 9. September 1998. Ich verdanke diesen Hinweis an Pater Mehlmann. Das ist ein erschütterndes Dokument. Ich darf Ihnen wenigstens einen kleinen Teil davon vorlesen. Da wird so recht deutlich, wie er sich manches in den anderen Religionen auch vorstellt. Vor allem müssen wir uns vergegenwärtigen, dass alles Suchen des Menschengeistes in Richtung auf die Wahrheit und das Gute und letzten Endes auf Gott hin vom Heiligen Geist angeregt ist. Gerade aus dieser uranfänglichen Öffnung des Menschen Gott gegenüber entstehen die verschiedenen Religionen. Die verschiedenen Religionen entstehen aus der uranfänglichen Öffnung des Menschen Gott gegenüber. Nicht selten finden wir an deren Beginn Gründe, also nicht das Christentum ist gemeint, sondern alle Religionen, nicht selten finden wir an deren Beginn, am Beginn dieser Religionen, Gründer, die mit der Hilfe des Geistes Gottes eine tiefere religiöse Erfahrung gemacht haben. Das ist genau fast wörtlich das, was Pius X. In Pascendi Dominici Gregis verurteilt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also wenn der Mohammed da glaubt, Visionen zu haben und durch Gabriel den Koran zu empfangen, der an einer Fülle von Stellen gegen Jesus Christus und die Trinität gerichtet ist, dann ist das offenbar auch etwas, was mindestens die Chance besitzt, als religiöse Erfahrung mit Hilfe des Geistes Gottes ausgewiesen zu werden. Das ist ja einfach unglaublich, nicht wahr? Und das ist die Theologie des regierenden Pontifex ist ja voll von solchen Dingen. Ich kann Ihnen ja einen ganz kleinen Ausschnitt nur davon noch vorführen. Ich hatte versprochen, zum Schluss dann noch etwas, und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Die Neigung zur Allerlösungslehre, die falsche Fundamental- oder problematische Fundamentaltheologie, die Neigung zum anonymen Christentum bei ihm, der Ökumenismus, der Interreligiosismus und so weiter, das hängt natürlich alles sehr eng miteinander zusammen. Und einer der wichtigsten Grundbestandteile kann man entdecken in seiner falschen Lehre von der Erbsünde. Da sind mir also einige Passagen aufgefallen, die so nie und nimmer stehen bleiben können. Auch das geht übrigens im Gaudium et Spes 22 interessanterweise schon los. Sehr vorsichtig. Doch heißt es, dass die
Gottes Ebenbildlichkeit von der ersten Sünde her verunstaltet war. Similitudinem divinam in der a primo peccato deformatam. Also die Gottes Ebenbildlichkeit, similitudinem divinam in der a primo peccato von der ersten Sünde an deformatam. Sei verunstaltet. Kanon Ratzinger in seinem Kommentar, damals noch nicht Kardinal, gibt mit Recht zu, dass nach der klassischen Terminologie der Kirche hier nicht von verunstaltet die Rede ist, deformata, sondern vollkommene Zerstörung vorliegt. Denn die Similitudo ist bezogen auf das Gnadenleben. Das ist durch die Sünde, die Ursünde, zunächst einmal vollkommen zerstört. Ja. Und da steht nur deformata. Was geblieben ist in einem Zustand des Verwundetseins, Vulnerata, das ist die Imago Dei. Das Abbild Gottes, wie man es wiedergeben könnte, eine natürliche Ähnlichkeit aufgrund der Geistseele des Menschen. Wie sich das jetzt nun genau mit dem biblischen Vorbild verhält, ob man mit Recht diese Interpretation, die bei den Kirchenvätern sich relativ früh schon findet, nun da herausgelesen hat, das ist nicht meine Aufgabe, ich bin nicht Alttestamentler. Klar ist aber, dass die Kirche das sehr früh schon so gesehen hat. Da ist also schon ein gewisser Mangel drin. Das geht beim Papst aber noch sehr viel weiter. Wenn Sie die Enzyklika Mulieris Dignitatem sich anschauen, da sagt er dort in diesem Rundschreiben, dieses Abbild und diese Ähnlichkeit mit Gott, dieses Abbild und diese Ähnlichkeit, er hat beide Begriffe, Similitude und Imago, die zum Wesen des Menschen gehört, wird von Mann und Frau als Gatten und Eltern ihrer Nachkommenschaft weitergegeben. Meine Damen und Herren, das ist falsch. Das ist also ganz nah an der Häresie. Und wie weit wir heute gekommen sind, können Sie daran sehen, dass ein Pfarrer Hartmann unter anderem wegen dieser meiner Aussage, die auch schriftlich vorliegt, mich der Häresie bezichtigt hat. Ich würde die Gottesebenbildlichkeit des Menschen leugnen. Ich wüsste wohl nichts von Genesis 1,26. Natürlich weiß ich das. Aber Genesis 1,26 darf ich nicht isoliert betrachten. Danach liegt der Sündenfall. Und das hat ganz erhebliche Folgen für den Menschen gehabt, auch nach katholischer Lehre. Pfarrer Hartmann hat mir also da vorgeworfen, er hat es Gott sei Dank nicht publiziert, soweit ich sehe, nur privat verteilt, ich sei Protestant. Ich würde eine protestantische Theologie vertreten. Das ist ja absurd. Aber dieser Satz ist ungeheuerlich. Ich darf ihn nochmal vorlesen. Das Abbild und die Ähnlichkeit mit Gott, Imago und Similitude, die zum Wesen des Menschen gehört, wird von Mann und Frau als Gatten und Eltern ihrer Nachkommenschaft weitergegeben. Ja? Und wem das immer noch nicht ausreicht, kann ich noch darauf hinweisen, dass in Redemptor Hominis bereits es noch einmal steht. Da hatte ausdrücklich der Papst davon gesprochen, dass diese beiden menschlichen Komponenten unversehrt durch die gesamte Geschichte der Menschheit geblieben sind. Ich darf es auf Latein vorlesen. Integra permanet imago et similitudo de ipsius. Integra permanent. Bleibt also unverletzt. Ich darf ihn mal kurz vorlesen, dann sind wir wirklich am Ende, was die Kirche dazu gesagt hat. Da gibt es nämlich eine Entscheidung der 2. Synode von Orange, 529, unter weitgehender Rezeption der augustinischen Gnadenlehre. Und da ist für uns besonders der Kanon 1 einschlägig. Verurteilt wird dort, Zitat, wer sagt, der Mensch sei durch die Beleidigung der Übertretung Adams nicht ganz, das heißt dem Leib und der Seele nach, zum Schlechteren gewandelt, sondern glaubt, die Freiheit der Seele habe unversehrt fortbestanden. Ferner ist Kanon 5 wichtig. Dort wird über sein Irrtum belehrt. Zitat, wer sagt, wie das Wachstum, so sei auch der Anfang des Glaubens und selbst die Neigung zur Gläubigkeit nicht durch das Geschenk der Gnade, sondern von Natur aus in uns. Wer nämlich sagt, der Glaube, mit dem wir an Gott glauben, sei natürlich, der behauptet, dass alle, die nicht zur Kirche Christi gehören, gewissermaßen Gläubige seien. Das ist auch sehr interessant. Also eigentlich wird hier die Lehre vom anonymen Christentum in gewisser Weise schon avant la lettre verurteilt. Ich hätte noch weiteres Ihnen anführen können, wo ausdrücklich die Kirche also immer gelehrt hat, dass eben gerade diese Verwundung der Imago und der Verlust der Similitudo, der Verlust des Gnadenlebens eben weitergegeben wird an die nächstfolgende Generation und eben durch die Taufe
beseitigt werden muss. Nicht die Verwundung, die bleibt bestehen, aber jedenfalls der Mensch wird damit wieder zu einem Kind der Gnade. Es ist ganz logisch, dass jemand, der so denkt wie Johannes Paul II., zum Beispiel auch eben lehrt, wie das in der ersten Fassung vorgelegt worden ist, dass die Mütter, die abgetrieben haben, die die Leibesfrucht getötet haben, ihr ungeborenes Kind getötet haben, dass die beste Hoffnung sein können, dass dieses Kind sich jetzt bei Gott befindet. So hat er geschrieben. Da hat es offenbar so furchtbaren und heftigen Protest gegeben, dass in der endgültigen Fassung, wie sie in den Acta Apostolici Sedis veröffentlicht worden ist, dann steht, dass sie also Hoffnung haben können in Bezug auf das Schicksal des Kindes. Also die ganze Lehre vom Limbus Puerorum, zweifellos eine schwierige Lehre, aber von der Kirche immer vertreten, dass es also einen extra Ort gibt, der eine Art von natürlichem Glück den ungeborenen und ohne Taufe dann bleibenden Kindern, natürlich auch den Geborenen, die nicht getauft sind, ermöglicht, soweit sie keine persönliche Schuld auf sich geladen haben, aber von der seligen, glückseligen Anschauung Gottes ausschließt. Diese ganze Lehre spielt da offenbar gar keine Rolle mehr. Das haben wir ja auch noch sehr viel weitergehend, auch bei den deutschen Bischöfen in ihrer Stellungnahme zur Kindertaufe. Haben sie sich geradezu lächerlich gemacht, kann man nur sagen, also mit völlig despektierlichen Worten gesprochen über die Hebammen, die früher dann, wenn Gefahr für das kleine Kind, für das Neugeborene bestand, die Nottaufe vorgenommen haben, so wie die Kirche das vorgeschrieben hatte. Dort wird das bezeichnet als ein magisches Sakramentenverständnis. Ich kann den genauen Beleg noch, den Beweis noch bringen. Das in Ungeheuerlichkeiten, dass derselbe Papst natürlich auch sich sehr schwer tut gegen die klare Stellungnahme der Heiligen Schrift, Judas als verdammt anzusehen, wie ihn auch die Kirche als solchen vorführt, Gründonnerstag, Karfreitag in der Tagesoration, das kann man sich alles vorstellen, diese Dinge hängen natürlich alle zusammen, das ist ein ungeheuerliches Abweichen von der Tradition. Ich weiß nicht, was die Leute, die das durchschaut haben, die ehemals mal unsere Mitkämpfer, Kommilitonis gewesen sind, die dann meinen, sich dieser Hierarchie wieder unterstellen zu können, was die dazu sagen, wie die mit diesen Dingen jetzt umgehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aber nur mal hinweisen, Sie hatten das auch versucht anzudeuten, dass dieser Unterschied zwischen Imago und Similitudo von Moderne und Exegeten nicht mehr so gehandhabt wird, wie das in, sage ich mal, in der Tradition der Kirche steht. Von daher der Papst zu anderen Ergebnissen kommt. Vielleicht sollte man das einfach mal betonen. Man soll also nicht jetzt den Schluss machen, der Papst vertritt das jetzt im Imago Similitudo, wird weitergegeben, natürlicherseits bei der Zeugung und so weiter. Also ist es nicht ihre Lehre, sondern er geht von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus. Das glaube ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Also einmal würde man ja von einem Papst, wenn er so gegen die traditionelle Begrifflichkeit, die ja nun viele, viele Jahrhunderte existiert, also Schäfzig hat darauf hingewiesen, dass es bei Irenäus von Lyon schon losgeht, nicht wahr? Ja. Wenn also praktisch die gesamte Tradition der Kirche das hier vertritt, dann würde man von ihm erwarten, dass da eine Erklärung erfolgt. Ich bin da jetzt in diesem Thema selbst nicht ganz fit, aber bei den modernen Exegeten wird das heute weitgehend anders verstanden. Das hat er wahrscheinlich vorausgesetzt. Ja, die nehmen also diese Unterscheidung da nicht mehr so ohne weiteres an, aber es ist doch offenkundig, dass etwas mit dem Menschen in seiner Beziehung zu Gott durch den Sündenfall passiert ist. Das ist ja nun schon im Alten Testament angedeutet, das ist im Neuen Testament ziemlich klar. Und wenn ich so etwas sage, sowas wird also völlig unbeschadet weitergegeben. Worauf soll sich denn dann beziehen? Was ist denn damit nun gemeint dann? Also in irgendeiner Weise muss doch das Gnadenleben da auch mitberücksichtigt werden. Also wo ich auch in der Tat rein theologisch gewisse Bedenken habe, ich habe mir das auch im Hebräischen angeschaut, in Griechen, Septuaginta und so weiter, dass man genau diese Begriffe, die ja ziemlich synonym zu sein scheinen, aufteilt den einen auf den natürlichen Bereich, den anderen auf den übernatürlichen. Das sieht, ich sage es mal, ohne Netz und doppelten Boden für einen unbedarften Betrachter, jemand, der mehr von der Philologie kommt, der nicht die Tradition berücksichtigt, etwas künstlich aus. Wenn wir das zugestehen, bleibt aber doch natürlich das Anliegen, in irgendeiner Weise ist damit ja, und in einer ganz außergewöhnlichen Weise, das Verhältnis Gottes zum Menschen bezeichnet. Und wenn ich sage, das Integra Manet, das bleibt also völlig unbeschadet
und das wird sogar weitergegeben durch den Zeugungsvorgang immer an die nächste Generation, wo bleibt da dann Platz für die Erbsünde, frage ich mich. Ich denke, das wird in dieser Thematik gar nicht tangiert. So sieht er es. Ja, aber es ist ja eben so bezeichnend, dass er eben auch sonst eben zum Beispiel bei den Ungeborenen so wie selbstverständlich nach seinem Denken das Heil der Ungeborenen, Ungetauften dort annimmt, ohne überhaupt da den Einwand offenbar zu sehen. Das ist monatelang in dieser Fassung im Internet gewesen. Das ist die berühmte Enzyklika Evangelium Vitae, da steht das so. Und die lateinische Fassung ist auch da nicht geändert worden. Erst in Acta Apostolici Sedis, das ist ein Zufallsfund von mir genommen, da ist es korrigiert. Und zwar auch nicht wirklich im Sinne der traditionellen Lehre, aber es ist vorsichtiger formuliert. Und ich glaube schon, dass diese Dinge zusammenhängen. Das ist ja auch gerade etwas, was Dörmann in seinen Schriften immer wieder auffindet, dass er mindestens also eine Lehre vertritt, die die Bedeutung der Erbsünde abschwächt, in Frage stellt. Natürlich kann man wieder andere Passagen aufzeigen. Ich habe Bischof Tessier mal, da war er ziemlich erstaunt, eine ganze Reihe von Stellen genannt, wo er sehr eindeutig, das muss man zugeben, sich zur Möglichkeit der Verdammung bekennt. Und zwar offenbar nicht nur als eine Möglichkeit, sondern auch eine Wirklichkeit. Das steht unvermittelt einfach nebeneinander, nicht wahr? Das ist ja hier zum Beispiel auch so. Er spricht in Dominum et Vivificantem von der Sünde wider den Heiligen Geist. Ja? Also die Sünde, die dem Heiligen Geist gleichsam gar keine Möglichkeit mehr einräumt, im Sinne der Vergebung wirken zu können, dass der Mensch sich völlig aufgrund von Verstocktheit, Verzweiflung oder so etwas sträubt gegen das Verzeihen. Also das, was man gemeinhin bei Judas auch annimmt, dass er eben keine echte Metanoia, kein echtes Umdenken, keine wirkliche Reue gehabt hat, die zur Bekehrung führte, sondern verzweifelt ist, nicht mehr an die Barmherzigkeit Gottes geglaubt hat. Das führt er das doch sehr, sehr klar aus. Da ist zum Beispiel Dürrmann schwach, meines Erachtens, an dieser Stelle. Ich habe das in meinem Aufsatz auch hingewiesen. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, aber der versucht das dann irgendwie systemkonform zu interpretieren. Nein, da steht ihm mehr oder minder in Kontradiktion zu einer anderen Passage. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir lernen müssen, was ja auch ganz evident, finde ich, der Position der Bruderschaft gerecht wird. Wenn man das mal theoretisch durchdenkt, was wir machen, auf der einen Seite anerkennen wir die formalen Autoritäten, auf der anderen Seite versagen wir ihnen aufgrund der Lage, wie sie heute ist, in vielen Fragen den Gehorsam. Und das entspricht dem ganz genau. Wenn der Mann, wie Dörrmann das versucht nachzuweisen natürlich, mindestens nahe einer formalen Häresie ist, wenn der ganz klein, mehr oder minder heretisches Konzept verfolgte, dann wäre der Schritt zum Sedisvakantismus leichter, würde ich sagen. Ich würde ihn immer noch nicht gehen, weil ich nicht glaube, dass wir eine Befugnis dazu haben. Aber dann wäre er leichter. Auf der anderen Seite, wenn diese anderen Passagen alle nur stimmen, wenn er wirklich noch halbwegs zuverlässig mit einigen kleinen Schwächen, ungenauen Formulierungen noch die traditionelle Lehre vertritt, dann müsste man das eigentlich tun, was die Petrusbruderschaft macht. Aber ich glaube, das entspricht da diese Diagnose, die vielleicht stärker herausgearbeitet werden müsste noch. Das Leben mit den Kontradiktionen, das entspricht mit den Widersprüchen, das entspricht genau auch der Kirchensituation, in der wir uns heute befinden. Das ist, glaube ich, genau die richtige Antwort, die wir darauf geben. Wie gesagt, das ist für die iranische Theologie hervorragend nachgewiesen worden schon. Also diese Arbeit von Lakebrink ist vorzüglich dort. Auch von Paul Hacker, der hat das dokumentiert und eine ganze Reihe Weber, Arm und so weiter. Da gibt es ganze Seiten, wo das vorgeführt wird. Bei der Theologie des Papstes ist bisher in diesem Maße nicht geschehen. Die wichtigste Arbeit, die wir haben, sind die von Dörrmann, und der versucht, dem Papst doch wirklich ein vollkommen in sich stimmiges Konzept, also eine regelrechte neue Doktrina nachzuweisen. Und das ist meines Erachtens, so gut die einzelnen Belege sind, in diesem Gesamtkontext nicht hundertprozentig gelungen, weil er bestimmte abweichende Auffassungen, die es eben auch bei ihm gibt, nicht berücksichtigt. Aber das ist natürlich das Fatale der ganzen Situation. Deswegen ist das ja so unglaublich schwer, auch für gutwillige Leute das richtig zu verstehen. Deswegen ist unser Apostolat so schwierig. Es wird natürlich sofort immer jemand, der nicht will, dass jemand den Weg mit der Pius-Bruderschaft geht, der wird sofort jemandem, der bestimmte Dinge von uns gelesen hat, diese anderen Stellen vorführen. Ich habe das selbst x-mal erlebt. Und dann versuchen die irgendwie dann sich klarzumachen, naja gut, das ist zwar nicht so ganz schön, aber es ist doch irgendwie im traditionellen Rahmen noch haltbar.
Ich glaube nicht, dass das geht. Also diese Aussage über das Gebet und so, das hängt ja alles letztlich miteinander zusammen. Das oder wie er sich die Herkunft der Religionen vorstellt. Ich meine, das ist ja ungeheuerlich. Also, aber wie gesagt, es gibt eben auch andere Aussagen. Und da so ein braver, normaler, durchschnittskonservativer Katholik ja vor allen Dingen sehr stark, ich sage das jetzt bewusst mit einer gewissen Polemik, auf die Moral ausgerichtet ist, hat er ja da einiges zu bieten. Ja, das sehen wir. Da sieht man mal, wie katastrophal diese Entwicklung ist, nicht wahr? Dass man, wenn man Religion weitgehend auf Moral reduziert. Die Leute sind dann gar nicht mehr ansprechbar dafür. Die sehen, der schützt das Leben und so weiter und bestimmte moralische Grundsätze. Es ist gut, dass er es macht, nicht, dass sie mich missverstehen. Ja? Aber das muss sich ergeben aus dem Gesamtkonzept. Der Pater Brendel hat es ja wunderbar mal in einer Predigt gesagt, nicht wahr? In Zeitzkofen, bei einer Primizpredigt, hat er vorgetragen, also wir stellen uns den Papst als Eisverkäufer vor. Ja? Und das Eis, das möge also seine Moraltheologie sein, die er uns bietet, und die ist gut genießbar. Die schmeckt einem traditionellen Katholiken gut. Ja? Das Problem ist nur, der stellt seinen Eiswagen dort immer in die pralle Sonne hinein, in die Sonne des Ökumenismus und der interreligiösen Haltung, und damit ist das Eis nicht mehr genießbar hinterher. Und wir sind diejenigen, die versuchen, ihn in den Schatten der wahren katholischen Doktrin und der wahren katholischen Fundamentaltheologie wieder zu rücken, und dann ist das Eis auch im richtigen Kontext. Nicht wahr? Das ist gar nicht so schlecht, dieses Bild. Das ist genau das, was vorliegt. Das meint, was ich das oft schon erlebt habe. Also sie reden dagegen eine Wand. Dass Leute sind zum Beispiel bei Lebensrechtern, so wunderbar das ist, wir sind selbst Mitglied, meine Frau nicht, in solchen Organisationen, wenn die da stark aktiv sind, sehen nur seinen Einsatz, das können sie gar nichts machen. Können sie das alles vorführen? Bischof Laun, dem habe ich also ganze Bücher geschickt von mir, das hat gar keins. Hoffentlich. Naja. Ja. Meine, wir können da, ja, bitte, das nicht mehr. Also ich bin ja zu allen Fragen, die ich anschneide, absoluter Nicht-Fachmann. Aber ich habe mir so überlegt, diese Widersprüche in den Schriften, in den Äußerungen des Papstes, können die nicht vielleicht einen ganz naheliegenden, praktischen Grund haben? Ich war ja selber mal lange Zeit in einer größeren Verwaltung tätig und habe da erlebt, dass also die Leute an der Spitze bekommen aus den unterschiedlichen Abteilungen ganz unterschiedliche Papiere, und ich sage jetzt mal etwas dumm, im Drang der Geschäfte müssen sie ja abgezeichnet werden. Und dann kriegt er mal ein Papier, das hat den Tenor und dann vielleicht in gewisser Weise einen entgegengesetzten Tenor. Er schreibt die Papiere ja nicht selber. Kann es nicht sein, dass die Widersprüche, die sie in den Papieren ausdrücken, Spiegelbild einer gewissen Widersprüchlichkeit von Gruppen innerhalb der Kirche darstellen? Da sage ich ein ganz klares und entschiedenes Nein drauf. Und ich will Ihnen auch die drei Argumente nennen, mit denen ich das begründen kann. Erstens, diese Widersprüche finden Sie genauso schon in seinen Schriften als Bischof und Theologe vorher. Und da hat er keinen großen Apparat gehabt, der ihm zugearbeitet hat. Zweitens, da das ja über Jahre, jetzt mittlerweile Jahrzehnte läuft, müsste man ja, wenn man streng denkt und der diese Sachen dauernd vorträgt, letztlich einen Tumbengeist auf dem Papstthron annehmen. Denn spätestens beim zweiten Mal würde er ja Dinge, die nicht seiner Theologie entsprechen, dort ja zurückweisen und sagen, Leute, was habt ihr mir denn da geschrieben? Sowas passiert mir aber nicht noch. Aber das dritte, und das ist alles entscheidende Argument, er hat André Froissart gegenüber, da gibt es auch so ein Gespräch schon aus früheren Zeiten, so ähnlich wie er das mit diesem Messori jetzt dann gemacht hat in die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Gibt es von früherer Zeiten, schon aus den 80er Jahren, mit André Froissart, das ist der Mann, der bekehrt worden ist, Atheist ursprünglich gewesen, mit dem hat er auch so eine Art von Interview gemacht, das ist nicht so bekannt geworden, da schreibt Froissart ausdrücklich, der Papst hat mir expressis verbis erklärt, die meisten Reden, die großen, wichtigen, zentralen Reden stammen alle vom Papst selbst. Also damit kommen wir nicht durch. Nein, ich glaube, wir müssen das einfach, ich meine, den meisten von Ihnen ist das gar nicht nachzuvollziehen, weil dem gesunden Menschenverstand das so widerspricht.
Schauen Sie mal, ich muss das einfach nennen, weil ich im Augenblick nichts Besseres kenne. Ich bin wahrlich kein großer synthetischer Geist. Das müsste von einem wirklichen, wirklich begabten Menschen das mal aufgearbeitet werden. Sie müssen sich in den ganzen Geisteswissenschaften umschauen. Ich habe in meinem Büchlein da, wie heißt es nochmal, die liebe Christi drängt uns, ja, ein Kapitel am Anfang da über die Unveränderlichkeit des Glaubens geschrieben. Und da ist sind so etwa so 8 bis 10 Seiten zu der Frage Aufgabe des Satzes vom Widerspruch drin. Das kann ich Ihnen ja aus zig modernen Wissenschaften zeigen. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, da schreibt zum Beispiel ein Germanist hier aus Bonn, warum soll man nicht beim Namen nennen, der Oellers, nicht wahr? Er schreibt zum Beispiel in einem Aufsatz über Goethe und Italien, schreibt er da, dass eben die moderne Hermeneutik uns gelehrt habe, dass in Kontradiktion zueinander stehende Aussagen auch zugleich wahr sein könnten. Und diejenigen, die in unserem Gespräch mit dem Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät teilgenommen haben, Sie wissen es noch, Pater Grün, Stefan war dabei gewesen, ich weiß nicht, wer sonst noch, bin ja nicht dran, haben wir die Frage gehabt in der Bibel, ist da nicht eine ewige Verdammnis sehr klar angesprochen? Siehe zum Beispiel Matthäus Evangelium 25. Daraufhin antwortete Professor Meyer Blank, sehr liebenswürdiger Mann, der mit einer ganzen Gruppe von evangelischen Theologen hier bei der Sonntagsmesse gewesen ist und auch irgendwie gewisse Begeisterung sogar für unsere Liturgie jedenfalls vom Äußerlichen her zeigte. Sagte er, ja, es gibt aber genauso Stellen, die stehen in Kontradiktion. Er muss den Beweis ist er unschuldig geblieben dafür. Aber wir waren dann so schockiert, dass wir dann gar nicht mehr auf Eingang sind. Und er sagte dann, klipp und klar, dass man das eben lernen müsste, dass auch im Widerspruch zueinander stehende Wahrheiten zugleich gültig sind. Das ist natürlich nichts anderes als die konsequente Folge eines radikalen Subjektivismus. Und das ist etwas, was wir schon bei den Vorsokratikern haben. Da finden Sie das schon. Den Satz von Protagoras, der sich vertrete, komme ich dahin. Und das ist nicht meine Erfindung, braucht man nur bei Thomas von Aquin nachzulesen, der hat ein ganzes Kapitel darüber schon in seiner Summa, genau über diese Frage. Also es hat auch früher solche Denker schon gegeben, nur ist eben heute ganz schrecklich verbreitet. Und jetzt kommt das wirklich Schlimme, denn was er nicht gesagt hat, ich wollte es auch nicht anführen, weil es dann zum Streit gekommen wäre. Ich habe ja seine Schrift über die Liturgie gelesen von Meyer Blank. Da sagt er nämlich etwas, was ich aus sonst im Kontext auch sehr gut kenne. Diejenigen, die das leugnen, kennen nicht die Ergebnisse der modernen Hermeneutik und sind, jetzt kommt der berühmte Ausdruck, Fundamentalisten. Fundamentalisten, meine Damen und Herren. Aha. Das gibt es also jetzt nicht nur im theologischen Bereich, sondern das gibt es also auch im allgemeinen geisteswissenschaftlichen Bereich. Meinem Kollegen Kramer, das habe ich auch in dem Büchlein da in diesem Aufsatz vorgeführt, meinem Kollegen Kramer ist zum Beispiel es so ergangen, dass er mit einer Arbeit, die noch dem traditionellen Paradigma verpflichtet war. Heute pflegt man ja vom Paradigmenwechsel immer zu sprechen. Das heißt also zum Beispiel meint, dass man prinzipiell, zweifellos nicht immer, in der Lage ist, die Intention eines Autors, eines Textes herauszufinden. Das ist eine der meines Erachtens besten Arbeiten der letzten Jahre zu Vergil gewesen, bei Professor Zwierlein angefertigt. Dem ist von einer Rezensentin aus England genau der Vorwurf gemacht worden. Er sei Fundamentalist. Und so geht das. Das ist aber klar, nicht wahr? Denn das ganze Problem ist, wenn wir den Zustand haben wollen, seit umschlungen Millionen, dann müssen wir genau dieses vertreten. Das haben die Leute ganz klar gehabt. Weil sie nicht in der Lage sind, zu trennen zwischen der Person, einem Menschen, mit dem ich ja sehr gut auch auskommen kann, dem ich über Nächstenliebe äußern kann und praktizieren kann und trotzdem in Widerspruch zueinander stehende Auffassungen eben dann nun mal so stehen bleiben müssen. Aber man ja niemals sagen wird, dass sie zugleich wahr sind. Ich werde natürlich immer der festen Überzeugung sein, dass ein Muslim eben im Irrtum sich befindet, dass ein talmudischer Jude sich im Irrtum befindet, von anderen Religionen mal ganz zu schweigen. Und das werden wir sehen. Das deutet sich ja schon an. Das werden wir Dr. Lichtenberg bald nicht mehr sagen dürfen. Wir kriegen jetzt ein Antidiskriminierungsgesetz, das schon in diese Richtung weist. Und wir haben das schon. Dr. Koch hat mir das schon vor Jahren von Kanada erzählt, dass so etwas auf den Weg gebracht worden ist. Und dann wird die Sache kriminell. Dann ist es nämlich nicht nur irgendein geistesgeschichtliches Geplänkel, sondern dann geht es also wirklich ins Eingemachte hinein. Dann müssen wir das alle vertreten. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich diesen Vorwurf in diesem Zusammenhang vom Fundamentalismus
lese. Für mich war das auch also schockierend, muss ich ehrlich sagen, das mehr und mehr verdeutlicht zu bekommen. Aber ich habe es im eigenen Seminar erlebt. Ja, ich möchte jetzt, weil es sich da auch um Leute handelt, die unter Umständen als meine Chefs agieren und sowas ja immerhin veröffentlicht wird, da keinen Namen nennen, aber auch einer der Professoren des Philologischen Seminars hat Ähnliches geäußert vor einiger Zeit. Selbst in die klassische Philologie ist das eingedrungen. Das ist schlimm.